Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 3 Titan Lords. Beim letzten Mal haben wir hier einen kleinen, achso, ist nur ein Feuervogel, einen kleinen Hof gefunden, einen Rübenhof. Und haben den ein bisschen unter die Arme gegriffen. Beim Rübenpflücken und, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes mal zu dem Leuchtturm da. Denn da müssen wir sowieso in, oh, das sind ein paar. Moment, da hole ich mir den rein. Da bin ich so schnell und... Hallo, Zauber, Zauber! Danke. Habe ich mich wahrscheinlich ganz leicht verklickt. Ein Vieh weniger. So, die Wachhunde werden schon mal erledigt. Das ist gut. Dann haue ich mal eine Heilung rein. Die heilt inzwischen auch schon fast die Hälfte unseres Lebens. Wo ist denn der vierte Wachhund? Keine Ahnung. Und da vorne sind noch mehr Wächter. Das sind wahrscheinlich die, die wir für die gute Frau töten sollen. Für die gute Bäcker beim Rübenhof. Keine Ahnung, wo der letzte ist, um ehrlich zu sein. Ach, hier. Gut, dann, ja, hau ich jetzt noch die Typen da um. Die beiden Wächter, die ich da schon gesehen habe. Knochenwächter. Bam. Bevor der andere versucht hat, noch anzugreifen. Zack, zack, zack. Du kannst mit meiner Geschwindigkeit niemals mithalten, du kleiner Wicht. Haha, das lief doch auch gut. Und der Zauber lässt nach, als ob ich es geplant hätte. Diese Buffs sind halt schon echt hilfreich und machen es natürlich auch ordentlich einfach, das gebe ich zu, aber cool ist es schon. Auch lustig, dass ich für die Quest eigentlich nur Dieb töten müsste und nicht die ganzen Schatten, die direkt daneben hängen. So, nehmen wir hier alles mit. Eine verschlossene Truhe, mal sehen, ob da wenigstens was Sinnvolles drin ist. Ich meine, ich brauche eine ganze Weile, um die zu knacken, da hoffe ich doch jetzt, dass da wenigstens was Cooles drin ist. Schnaps, 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 Schnaps. Die ganzen verschiedenen Schnäpse. Eine Gabel, ein Messer, eine... Oh, eine Kurbelwelle. Das war ein legendärer Gegenstand. Den schauen wir uns doch gleich mal an. Die geölte Kurbelwelle. Da. Dadurch wird deine Armbrust wesentlich effizienter. Ja, schade, dass ich eine Armbrust nicht benutze, aber okay. Gut, dann auf nach oben. Wie viel von einem wohl übrig bleibt, wenn man von dem Turm runterspringt? Willst du es mal testen? Ich bin noch nicht verrückt. Aber vielleicht sollte ich mal jemanden runterschmeißen, um zu gucken, was passiert. Du bist echt ein komischer Kunde, mein Freund. So, dann entzünden wir mal das grüne Leuchtfeuer. Im Leuchtturm hier, weil das die Dämonenjäger vergessen haben. So, dass noch mehr Dämonenjäger nach Kalador kommen. Schön, damit haben wir das auch erledigt. Das heißt, wieder abwärts. Und ja, jetzt müssen wir uns mal aufmachen in Richtung dieser Festung da, weil da vermuten wir ja den Zauberspruch, mit welchem wir ja hoffentlich dann unseren Geist wieder zurückbekommen können, beziehungsweise mit welchem wir das Ritual durchführen können, mit dem wir schließlich unseren Geist zurückbekommen. So, mehr Feuervögel. Zack, 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 zack. Das tat weh. Boah, das tat es wohl. Aber mir nicht so sehr wie ihm. Eigentlich mir überhaupt nicht. Auch schon wieder so einer. Ich will das Ganze ein bisschen schneller machen. Komm her damit. Lava-Golem. Komm her. Er hat überhaupt keine Chance bei der Geschwindigkeit, irgendwas zu tun. Ist der Hammer. Wieder bei der Geschwindigkeit einfach null Chance gegen uns hat. Ich meine, da, die Zauber sind schon ganz cool, sie machen es bloß etwas sehr einfach. Ich meine, nochmal, wir spielen ja auf Ultra. Das Einzige, was uns irgendwie halbwegs gefährlich wird, ist, wenn die Gegner uns wirklich mal treffen, aber eigentlich auch nur die Schatten. Und selbst diesen Schaden können wir uns extrem verringern, indem wir einfach die Runenhaut nutzen, die einfach so extrem stark ist, dass sie alles abblockt quasi. Das ging schnell. So, den da erledige ich noch, solange meine Dämonenklinge noch aktiv ist. Du hast keine Chance, Freundchen. Da kannst du ausweichen, so viel du willst. So schnell, wie ich zuschlage. Da hast du null Chancen. So. Und zack. Noch eine Muschel. Die muss ich auch mal alle wieder öffnen für Perlen, für eventuelle. Aber gut. Ja, wie gesagt, und wenn wir dann noch unseren Magie, unseren Donnerschlag erhöhen, dann wird das Ganze noch viel cooler. Da haben wir nämlich noch zwei Möglichkeiten, den Gegnern ordentlich auf den Sack zu geben. So, aber ich hatte da schon ein Lagerfeuer gesehen.
Und ich meine, ein Lagerfeuer ist ja in der Regel nicht einfach so mitten im Feld. Hoffe ich zumindest. Das heißt, da muss doch irgendwas sein. Und Tatsache, ein paar tote Schergen und... Was, ich kann denen die Augen nehmen? Auch gut. Augen, Ohren, Knochen? Knochen. Und hey, den Typen kennen wir doch. Na, der gute Alte. Du hier? Nicht schlecht. Hab eigentlich damit gerechnet, dass die Schatten mit dir kurzen Prozess machen. Aber du scheinst die Dinge ja im Griff zu haben. Haben dich die Titanen noch immer nicht klein gekriegt? Hey Bones, du folgst also dem Frischling? Ja, und er macht sich gar nicht schlecht für den Anfang. Was ist los? Du kennst mich? Kennen ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich kenne deinen Auftrag. Ich habe jetzt schon zweimal die Welt gerettet. Jetzt ist es dein Job. Du hast was? Nicht so wichtig. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Und du bist ganz schön herumgekommen. Ja, geht so, ja. So ein bisschen was habe ich schon bereist, aber... Warum beobachtest du mich? Wir stehen auf der gleichen Seite, darum. Verrate mir nur eins. Woher kennst du Patty? Sie ist meine Schwester. Ha, natürlich. Jetzt macht das alles Sinn. Ich dachte immer, der alte Stahlbart hat nur Töchter. Wie kommst du denn darauf? Aber jetzt würde mich interessieren... Was ist dein Auftrag? Darüber kann ich noch nicht sprechen. Sagen wir einfach, seit die Titanen hier sind, gibt es immer was zu tun. Du hast gegen Titanen gekämpft? Ja, sie machen es einem nicht unbedingt leicht. Vor allem nicht, wenn man ihnen ans Leder will. Dann hat man besser einen großen Stiefel dabei. Ja, das ist die richtige Einstellung. Dir brennen doch sicher ein paar Fragen auf den Lippen. Ich bin zwar etwas in Eile, aber schieß los. Ja, so ein paar Fragen würden mich schon interessieren. Zum Beispiel. Woher kennst du meinen Vater, Kapitän Stahlbart? Das ist eine lange Geschichte. Abgesehen davon, dass er mir ständig die Rumvorräte weggesoffen hat, half er mir, die Titanen-Lady Mara zu bezwingen. Er half dir? Nach allem, was ich weiß, ist mein Vater bei dem Versuch draufgegangen. Tja, du weißt ja, wie das mit euch Stahlbarts so ist. Euch wird man so schnell nicht los. Das stimmt also. Es stimmt allerdings, ne? Meine Stahlbart hat uns dann, haben wir ja dann als Geist noch wieder gesehen. Du kennst Patty? Deine Schwester und ich haben schon viel zusammen durchgemacht. Sagen wir einfach, dass sie und ich die gleichen Interessen haben. Die da wären? Abenteuer, Leute verprügeln und viel rum. Verstehe. Okay, ja, warum arbeiten wir nicht zusammen? Ich hab noch Platz auf meiner Schaluppe. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Das tun wir schon, jeder für sich auf seine Weise. Ich kann dich zwar nicht begleiten, aber glaub mir, wir kämpfen auf derselben Seite. Und wenn du weitermachst wie bisher, bist du auf meine Hilfe auch nicht angewiesen. Erledige du deinen Job mit den Schatten, dann werden wir vielleicht bald ein gemeinsames Projekt haben. Okay, das klingt etwas seltsam, aber... Also ich meine, erledige mal eben die Schatten, dann geht das schon. Und was macht der in der Zwischenzeit? Ach, was soll's. Hast du keine Angst vor den Schatten? Angst nicht, aber Respekt. Sie sind mies drauf und können Ärger machen. Aber du weißt ja, was zu tun ist, wenn jemand Ärger macht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann schlage ich vor, wir saufen uns ein und dann muss ich weiter. Klingt gut. Sehr gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Hoch die Tassen! So jung kommen wir nicht mehr zusammen, mein Freund. Mann, der kann saufen. Da sagst du was. Was mich jetzt aber nur mal interessieren würde... Gut, ich meine, ich habe verstanden in der letzten Folge noch, wieso hier überhaupt ein... wieso hier ein Hof auf dieser Seite des Lavastroms ist. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie kam denn jetzt unser guter alter Held hier auf diese Seite des Lavastroms, ohne einen bestimmten Teleport, den wir zwingend brauchen? Der ist doch nicht rübergeschwommen. Naja. Generell ist das Gespräch mit ihm zwar ganz nett, aber auch irgendwie unbefriedigend, finde ich. Ich meine, er erklärt nie, warum er jetzt nicht mitmachen kann, nur, ja, du machst mal die Schatten, ich mach die Titanen. Meine, dass der Typ früher auch ganz viele Sachen auf einmal gemacht hat, ist da scheinbar egal geworden. Ich meine, früher, wir haben ja auch nicht nur Mara bekämpft früher. Wir haben dann ja mal eben noch den Luft-Tempel erforscht und so weiter und so fort. Also, und ja, die Gefahr durch den Lufttempel verringert. Aber, naja, gut. Ist ein bisschen seltsame Begründung, meiner Meinung nach, einfach zu sagen. Oh, das sind zwei. Einfach zu sagen, ja, ich habe meine eigenen
Aufträge. Vor allem, weil man ja scheinbar eigentlich... Weil man ja... Wow, das war knapp. Danke, Bones. Weil man ja eigentlich keine Titanen mehr sieht. Das hat ja glaube ich, sogar mal unser Held am Anfang des Spiels... Na, nicht am Anfang des Spiels, aber irgendwann hat er es, glaube ich, sogar mal gesagt, dass es eigentlich keine wirklichen Titanen mehr gibt, auf die man achten muss. Also was genau macht der alte Held jetzt? Einfach nur rumsitzen und saufen? Na, von mir aus. Ich frag nicht weiter, aber da kommen wir jetzt auch scheinbar zu der Burgruine, zu der wir gerne würden, um den Zauber zu finden. Aber da haben wir wohl noch ein paar Probleme vorher. Zum Beispiel diese beiden Skelette. Ach, wisst ihr was? Nehmen wir mal Stärke. Kann nicht schaden. Bones, du könntest mir helfen. So, ich nehme dann das da. So, da vorne läuft schon wieder ein Scherge rum. Ich habe es genau gesehen. Sag mal, Bones, kriegst du irgendwas gerissen, Freundchen? Oh, er hat es tatsächlich geschafft. Ach, Mann! Ich will doch nur das Skelett looten. Wobei ich den Knochen auch nicht zwingend brauche, aber ich mache es einfach, weil es geht. Denn man lootet nun mal. Das gehört dazu. Looten und Level. Oh, scheiße, ein Magier. Da muss ich schnell sein. Genau wegen sowas. Damit er überhaupt nicht erst groß zum Zaubern kommt. Okay, ich dachte kurz, er lebt noch. Ich durchbreche die ganze Zeit seine Verteidigung und Bones kann dann reinhauen, oder was? Ja, so geht das hier aber nicht, Freunde. Ich will schon auch meinen Anteil kriegen. So, und wenn wir Runenmagie... Wir müssen Runenmagie echt noch ein bisschen erhöhen. Dann können wir die Zauber wesentlich länger wirken. Das wäre echt geil. Und hier geht es jetzt scheinbar in dieser Festung. Na, wenn hier nicht der Zauber ist, dann weiß ich aber auch nicht, wo. Okay, hier scheint es noch weiter reinzugehen. Da gehe ich erstmal hoch. Und schaue mich erstmal oben um. Oh, hallo. Jetzt komm schon. Du weißt doch selbst, dass du keine Chance hast. Also lass es einfach. Okay, das sieht nicht so aus wie so ein Ort, wo man einen Zauber verstecken würde, um ehrlich zu sein. Aber wir gucken uns natürlich trotzdem um. Wo sind tatsächlich noch welche? Kommen gerade von unten, kann das sein? Blöden Mistviecher. Oh, da kommen ein paar. Da kommen echt ein paar Skelette. Gut, dass ich den von hier oben treffen kann. Dann kann ich hier in Sicherheit bleiben. Während Bones sich da wieder alle wegtankt. So, wieder einer. Ganz ruhig, Bones, ich hab sie fast. So, das war der nächste. Und jetzt bleibt nur noch einer, den ich für Bones erledigen muss. Er steht nicht mehr auf. Super, hast du das geschafft, Bones. So, ja, ich brauche jetzt nicht zwingend alle looten. Kriegen wir eh nur Knochen und Schädel. Komischerweise kriegen wir immer nur entweder Knochen oder Schädel. Warum auch immer. Aber na gut. So, oh, eine 80er-Truhe. Das wird interessant. Weil das könnte eine Weile dauern. Oder auch nicht. Es ist eine ganz simple Truhe. Robuste Lederhose, oh. Bauplan für Ring des Buntmeisters. Schwerter plus 15, wow. Gucken wir mal ganz kurz, wie die Hose aussieht. Aber ich würd wahrscheinlich die normale Hose lassen, weil sie zur Rüstung passt. Ja, passt besser zur Rüstung. Oh, das Herrenhaus. Das lesen wir uns gleich. Ach, ich nehme jetzt hier nicht das ganze Silberbesteck hier mit. So, dann gucken wir mal das Herrenhaus. 66 Muscheln, ey, muss ich echt mal wieder durcharbeiten. Das Herrenhaus, da. Heute besuche ich meinen Freund beim großen Herrenhaus. Heute besuche ich meinen Freund beim großen Herrenhaus. Sein Vater ist ein komischer Mensch, trinkt dauernd und ist immer schlecht gelaunt, verhält sich wie ein Pirat, aber tut so, als wäre er ein Dämonenjäger. Merkwürdiger Typ. Manchmal nimmt er uns mit in den Eisenwald, um zu jagen, das ist spannend, aber in letzter Zeit nicht mehr. Es ist zu gefährlich geworden, sagt er. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Dämonenjäger werden. Ich frage mich, ob das jetzt der Ur-Ur-Urgroßvater von dem guten... Ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von Edward ist. Der war ja auch ein... Wo lege ich das mal drauf? Mal kurz. Toll, das hat es jetzt gebracht.
Der war ja auch ein Pirat, der ein Dämonenjäger war, mehr oder minder. So, ich will hier hoch und gucken, was ich hier so finde. Altes Wissen, altes Wissen. Oh, Griff des Krönungsschwerts. Ich glaube, jetzt können wir endlich mal ein Schwert auch schmieden, kann das sein? Da ist der Papageienflug zum Rückkommen, glaube ich, einfach nur. Falls man wirklich nur den einen hatte. Und man kann sich im Notfall ja immer wieder zurück teleportieren. An der Stelle muss man ja Teleportsteine gefunden haben, zumindest auf Kalador. So, dann machen wir uns mal gleich zu Bones zurück. Und hepp. So, Bones ist wieder da. Also wie lag denn das jetzt? Was lag denn oben rechts? Die Dämonenklinge, ne? So, und dann kommt der Proviant nach rechts. Alles klar, gut. Aber den Zauber haben wir immer noch nicht gefunden. Aber wir haben jetzt den Griff des Krönungsschwertes. Mit etwas Glück können wir da endlich mal ein neues Schwert schmieden. Weil ich meine, wir haben das Schmieden gelernt, konnten da noch nie so wirklich was damit anfangen. Kann das sein? Schädel? Nee. Ach, ist das das, was wir brauchen? Das sind die Überreste einer sehr alten Schriftrolle. Wenn das nicht dieser Zauberspruch für das Geisterritual ist. Ah, cool. Gefunden. Und ein Rezept für einen Ritualtrank. Das ist ja cool. Dann haben wir das schon. Da haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Aber wir sehen uns natürlich ja trotzdem noch ein bisschen um. Mal gucken, was hier noch so rumkreucht und fleucht. Ah, hier scheint ansonsten... Oh, da ist ein Scherge noch. Ein Magier-Scherge. Schnell besiegen. Bevor der zu seinen Zaubern ansetzt. Der hat ja Schädel gesammelt. Die kann man ja einfach mitnehmen. Geil. Naja. So, und was haben wir hier? Einen schönen Ausblick. Hier könnte man schön mit ein paar Papageien runterfliegen. Holla, die Waldfee ist jetzt auch nicht das, was ich unbedingt brauche. Alter, wie viel Schädel hier einfach rumliegen, ne? Oh, okay. Und jetzt immer wieder hier. Ich glaube, wir sind fertig mit der Festung. Kann das sein? Also, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, wir sind fertig mit der Festung. Ja, wir haben alles gefunden. Cool. Das ging jetzt ein bisschen schneller, als ich dachte, aber gut. Dann sind wir hier eigentlich im Osten von Kalador zumindest so ziemlich fertig. Dann teleportieren wir uns mal ganz kurz nochmal hier hin. Damit wir denen da Bescheid sagen können, dass die Schatten hier nun vollends vernichtet wurden. Das ist ja auch wichtig mal zu erwähnen. Und damit ist Kalador jetzt vollkommen schattenfrei. Das ist auch eine Sache, die müssen wir dann noch sagen. Und dann müssen wir auf jeden Fall zu Eldric zurück und ja, mal schauen, was er jetzt will. Und dann können wir uns mal ranmachen, die ganzen Kleinigkeiten hier auf Kalador noch zu erledigen, die noch zu tun sind. So, Bäcker. Die Schatten beim Turm sind erledigt. Wirklich? Hast du dich auch gut umgesehen? Vertrau mir, da bewegt sich nichts mehr. Ich danke dir. Wenn es jetzt wieder sicher ist, kann Jakob gleich wieder an die Arbeit. Hier, das ist für dich. 100 Gold, na immerhin. So, Jakob geht wieder an die Arbeit. Braucht er jetzt seinen Löffel zurück? Lass uns nochmal über mein Gold reden. Wieso? Ich wüsste nicht, was es da noch zu bereden gibt. Die Sache mit dem Löffel war eine linke Nummer von dir. Ja und? In diesen Zeiten sind Freunde Mangelware. Und einen weiteren Feind kannst du dir nicht leisten. So habe ich das noch nicht gesehen. Also hier, nimm dein Gold. Na also. Jakob. Oh. Ich habe Arbeit für dich. Arbeit? Aber die Schatten... Keine Schatten mehr. Wir hatten Hilfe. Der Turm ist jetzt wieder sicher. Wir müssen die Zeit nutzen und unsere Vorräte einlagern. Fertige bitte ein paar stabile Kisten. Na schön. Aber wenn eines dieser Biester kommt... Beruhige dich. Wir müssen zusammenhalten. Gut. Ich kümmere mich darum. Gut, okay. Na Jakob, dann arbeite mal. So. Währenddessen teleportieren wir uns mal zurück zur Zitadelle. Und reden mit Eldric. Genau. Und nee, erstmal mit Drake. Wir haben ja das grüne Feuer entfacht. Ich habe das grüne Feuer im Leuchtturm angezündet. Sehr gut. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Was möchtest du als Belohnung? Geht aufs Haus, gib mir Gold, eine ordentliche... Na gut. Ach komm. Geht aufs Haus. Wirklich? Du hast einen sehr edlen Geist. Wahrscheinlich ist die Erfahrung, die du auf dieser Reise gewonnen hast, mehr wert als alles Gold natürlich der Welt.
Danke dir vielmals. Boah, Ruhm plus 500, nicht schlecht. So, dann will ich nämlich gleich mal... Nette Hütte. Dieser Bau ist ein bisschen mehr als das. Stimmt. Eine große, nette Hütte. Hahaha. ich will noch mal ganz kurz gucken, wie weit kann ich denn meine Magie jetzt hochskillen? Ach Mann, mir fehlt noch eine Erhöhung, dann kann ich, glaube ich, den Kampfmagier lernen. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Nee, den Meistermagier. Oh, jetzt hätte ich Geist erhöhen müssen. Nee, Runenmagie brauche ich noch 5. Hier brauche ich Magie 70, das dauert leider noch ein bisschen. Kann ich noch Geist erhöhen? Wo ist denn mein Geist bei 15? Ja, es reicht bis auf 30, perfekt. Dann kann ich... Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Dann kann ich zumindest Meistermagier lernen, das heißt... Ich möchte meine Zauber schneller wieder einsetzen können. Okay. Cooldown runter. So, jetzt brauchen wir Magie 80 als nächstes. Das dauert jetzt ein bisschen. Hier warten wir mal noch ein bisschen, glaube ich. Das brauchen wir alles nicht mehr. Soweit. So, dann, was wir als nächstes machen wollen. Jetzt will ich mal an die Schmiede, mein Freund. Ja, genau. Lass mich mal an die Schmiede. So, jetzt bin ich gespannt. Klinge Sphärendorn, Schwertgriff Wundenreißer. Da. Das zerbrochene Schwert von Kalador. Klinge von Kalladors Krönungsschwert, welches einst sehr wertvoll war. Na dann, her damit. Das Kalladorsche Krönungsschwert, ist das denn jetzt wenigstens geiler? Ich hoffe doch. Ja, doch. Bringt uns zwar keine Hiebwaffen, ist aber sowieso ein Schwert. Von daher nehmen wir das ab jetzt. Und das sieht ja auch gleich noch ein bisschen geiler aus. Hat ein bisschen mehr was von einem Schwert auch wirklich. Gut, dann sagen wir jetzt mal noch Eldrick Bescheid. Hier, Nochmal zum Geisterritual. Also, als erstes... Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Gute Arbeit, mein Junge. Danke. So, dann als nächstes... Wo soll ich ein so altes Wesen finden? Halte einfach die Augen und Ohren auf den Inseln der Südsee offen. Geht's nicht genauer? Vielleicht in den alten Tempeln der Eingeborenen. Sie haben die ältesten Gebäude dieser Region. Wenn ein solches Geschöpf wirklich noch existiert, wirst du dort zumindest Hinweise darauf finden. Okay, die Eingeborenen also. Und... Du wirst also beim Geisterritual dabei sein? Ja, ich werde da sein. Du kannst dich auf mich verlassen, mein Junge. Alles klar, gut, damit haben wir den schon mal. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Was kann der mir denn? Tränke brauen, Alchemie, Fokus, die Welt, deine Astralsicht. Astralsicht. Ach komm, es ist 500. Bring mir bei, wie ich Astralsichten besser fokussieren kann. Okay. So, als nächstes bräuchte ich Geist 40, das habe ich aber eh noch nicht. Ja, ich kann Magie noch nicht steigern auf 55. Nee, gut, dann sind wir hier soweit fertig. Damit haben wir den Teil auf Kalador schon mal abgeschlossen und können uns beim nächsten Mal mal daran machen, die ganzen Nebenaufträge zu machen. Das heißt, wir werden in die Taverne gehen, herausfinden, wo die ganzen... Plünderer sind, werden die aufhalten, werden uns dann weiter aufmachen, auch diese Bücher für Wilson zu finden, zumindest erstmal die wir hier auf Kalador haben, und werden uns dann mal für Drake auf in Richtung des Eisenwaldes begeben, um dort diese Geister zu finden und zu erledigen. Aber wie gesagt, das alles gehen wir in der nächsten Folge an, und dann bald werden wir uns schon wieder auf in die großen Weiten der Meere machen, um, ja... den Rest für unser Geisterritual zu machen. Aber wie gesagt, all das in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.